haben 237 und 252. Oh mein Gott. Ausgebaut, hab gesagt, egal, hol den Krümmer raus und bau einen Turbine. Ich war kurz davor. Warum haben wir nur 0,4 oder 0,5 Bar? Vollgas! Ich hab Scheiße gebaut. Ganz ehrlich. Froschgeld ist bei Kfz-Schütze. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt gesehen, knapp 240 PS. Von der Klima habe ich die Leitung ausgebaut, habe gesagt, egal, hol den Krümmer raus und bau einen Turbo ein. Ich war kurz davor. Dann habe ich hier natürlich mit Thailand habe ich gesprochen. Ich habe mit Infinitas selber gesprochen. Dazu kommen wir auch noch gleich. Das ist auch krass. Und habe gesagt, was musst du mal machen, um mehr Leistung zu fahren? Weil wir haben ja mehr gemacht. Wir haben eine kleinere Rolle geholt, müssten wir mehr Ladedruck haben. Dann haben wir einen größeren Luftmassenmesser geholt, müssten wir mehr Luftmasse haben. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Wir haben den abgestimmt, ich habe den gefahren, ohne Ladeluftkühler, und der war krank. Und da habe ich gesagt 300 PS. Aber danach, wo ich den Ladeluftkühler eingebaut habe, dachte ich ganze Zeit, ja, er hat diese 300 PS. Hat er nicht gehabt. Was ich eigentlich machen möchte heute, wir werden nach diesem Fehler suchen. Warum haben wir nur 0,4 oder 0,5 Bar? Haben wir 0,4, 0,5 Bar bei unserem Kompressor? Und das werden wir heute herausfinden. Ich habe es schon getestet, ja, aber ich will das euch auch noch mal zeigen. Wir werden jetzt die Ladedruckanzeige einmal in die Ansaugung einbauen und gucken, was an der Ansaugung erstmal ankommt. Und danach werden wir einmal hier messen und gucken, was da ankommt. Ich habe Scheiße gebaut, ganz ehrlich. Und man hat so einen Tunnelblick. Es ist PSI-Anzeige, das heißt, wir müssen das umrechnen später auf Bar. Alter, ich mach's einmal. Vollgas. Also wir hatten 9 PSI gehabt. Vom Kompressor direkt in den Laden, also direkt in den Ladeluftkühler geht. Vollgas. Alles klar, mach aus. Also 0,6 Bar ist 1 PSI. Das heißt, ja, ungefähr 0,6 Bar kommen weniger an. Das heißt, wenn wir 0,4 Bar haben und 240 PS haben und dann noch 0,6 Bar fehlen, dann könnt ihr euch selber ungefähr ausrechnen. Ihr könnt selber mal tippen. Ne? Das heißt, der macht fast einen Bar, vielleicht sogar eins. Ich würde sogar fast tippen, 1,1 Bar. Deswegen ja auch, ich habe den gefahren, wo wir den Ladeluftkühler nicht hatten, mit Summit, und habe gesagt, der ist krass. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben 300 PS. Und Summit meinte das auch. Und dann haben wir diesen Ladeluftkühler eingebaut, ohne zu messen. Das war mein Fehler. Ich bin jetzt erleichtert zu sehen, dass wir doch mehr Ladedruck haben. Was mache ich jetzt? Ja, ich werde einen sauren Apfel beißen. Der kommt raus, der arme Ladeluftkühler, ich habe sehr lange dafür gebraucht. Der originale Ansaugstrauch, den werden wir nochmal bestellen. Den Kompressor werden wir wieder auf die richtige Stelle tun und werden das alles original wieder einbauen. Und das Ganze nochmal, wenn wir wieder nach Marco fahren. Und dann schauen wir mal, wie viel PS wir danach haben. Der hatte mehr. Kannst du ja Summit fragen. Mhm. Ne? Ist ja auch egal, ich will jetzt auch nichts sagen. Wir haben nur gesehen, dass fast diese 0,5 Bar irgendwo gehen die Flöten. Die kommen nicht durch. Mein Fehler, gebe ich zu. Ich habe einfach nur nachgedacht, okay, wegen der Ansaugtemperatur machen wir was. Machen wir nicht. Ladeluftkühler fällt definitiv raus. Wenn ich was machen möchte, werde ich auf jeden Fall Wassermethanol einbauen. Seit 2 Tagen kann ich nicht schlafen. Ich wollte nicht schon auf Turbo umbauen. Wer mich auf Instagram folgt, hat schon ein Foto gesehen. Ich habe das hier, Eidosch, guck mal hier. Ich habe das nicht alles umsonst ausgebaut. Ich war kurz davor, den Krümmer auszubauen und diesen Krümmer einzubauen, weil ich einfach verzweifelt war. Aber der Mieter hat mich da runtergeholt und gesagt, Yunus, probier doch erstmal aus. Warum? Weil es ist ja auch interessant für euch. Ich bin jetzt echt happy. Das erste Mal so, wo ich jetzt die Müdigkeit habe. So. Wir werden das Ganze nochmal einbauen und dann werden wir es nochmal messen.
und dann gucken, was da ankommt. Vielleicht kann ja noch sein, dass wir sogar mehr Ladedruck haben. Ich werde den Riemen und so auch noch wechseln und so. Ich will echt, diesmal möchte ich dahin und keine Probleme haben. Ehrlich, die 0,5 Bar. Jetzt wissen wir, wo die stecken. Das ist ein Ladeluftkühler, der 0,5 Bar abhält. Das heißt, wenn ihr einen Kompressor habt, was ihr schon so, ich sag mal, 1,5 Bar macht und den runter machen wollt, kauft hier so einen Ladeluftkühler. Der nimmt euch 0,5 Bar weg. Das ist, ne, könnt ihr da machen. Bleib mal Spaß. So, danke schön fürs Zuschauen. Eid euch Dankeschön. Ja. Schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, bis dann, haut rein. Ciao.